Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus Sizilien. Ich wollte ganz kurz eine Videonachfrage nachgehen und zwar zum Thema Angst. Wann sollte ich eigentlich meine Angst bekämpfen? Wann sollte ich sie überwinden? Und wann nicht? Und dazu geht es mal grundsätzlich darum zu sagen, ist die Angst begründet oder nicht? Wir haben ja unseren Flucht- oder Kampfmechanismus. Das ist ja unser sogenannter Lebensretter. Dr. Joe Dispenza sagt ja, der ist ja super sinnvoll, wenn es darum geht, wenn die Gazelle vor einem Löwen davonlaufen muss. Dann ist es klar, dass dieser Flucht- oder Kampfmechanismus einsetzt. Eben, ganz klar, wenn es ums Überleben geht, dann ist dieser Mechanismus natürlich gut. Den sollten wir auch nicht überwinden und dann stoisch irgendwie ignorieren, ganz sicher nicht. Aber viele Ängste, die meisten Ängste, insbesondere in unserer heutigen Gesellschaft, sind ja nicht lebensbedrohlich. Ich meine, wenn ich jetzt kurz darauf zurückkomme, auf die Challenge von Mallorca, wo wir die Leiter hochklettern mussten und über diesen Balken balancieren, wir waren gesichert. Wir waren komplett gesichert mit Seilen, mit einer professionellen Sicherung. Also hier war jegliche Gefahr, Lebensgefahr, also ausgeschlossen. Und das, denke ich mal, ist mal erst das Wichtigste, dass wenn man Angst in sich spürt, dass man sagt, bin ich in Lebensgefahr? Und wenn es tatsächlich nicht so ist, dann geht es darum, dass man das Ganze mal relativiert. Weil unser Körper gaukelt uns natürlich durch seine Systeme immer Lebensgefahr vor. Insbesondere, wenn es um Krankheiten geht. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja sofort immer wieder die Angst, oh, Todesgefahr naht. Und da muss uns wirklich bewusst sein, dass wir mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Aufmerksamkeit tatsächlich hier sehr viel ändern können. Wenn wir die ganze Zeit Angst haben, dass jegliches Unwohlsein, jegliches krank fühlen oder sich schlecht fühlen gleich Todesgefahr bedeutet oder vor allem auch bedeutet, oh mein Gott, jetzt wird es bestimmt schlimmer und schlimmer und schlimmer und mir geht es dem Ende zu. Wenn ich natürlich solche Gedanken hege, dann ist es ganz klar, in welche Richtung ich gehe. Und wir sind heutzutage echt in einer hypochondrischen Gesellschaft. Uns wird überall gesagt, wenn du das nicht machst, dann passiert was Schlimmes und du musst Krankheiten unbedingt früh erkennen. Und so sind wir alle auf die Suche geschickt worden, um Früherkennungen zu machen, also Frühsuchungen, wo die frühesten Anzeichen da sind, dass wir vielleicht krank werden könnten, und haben uns damit eine Gesellschaft, ein kollektives Bewusstsein von Hypochondern kreiert, die in allem und hinter jedem kleinen Wehwehchen etwas Schlimmes vermuten und vor allem noch den Gedanken haben, wenn ich es früh genug entdecke, dann kann ich es auch noch am besten bekämpfen, oder? Also ich suche schlimme Sachen, ich versuche möglichst in allem, möglichst früh das Schlimmste zu erkennen, damit ich es am besten bekämpfen kann. Und das ist sowas von gegen das, wie unser Leben wirklich funktioniert, weil wir haben das, was wir sehen. Wir bekommen das mehr, worauf wir die Aufmerksamkeit, wo unsere emotionale Aufmerksamkeit auch drauf gerichtet ist. Von dem bekommen wir mehr. Das ist nun mal so. Da können wir nichts dagegen machen. Unser Universum tickt und funktioniert so. Und wir haben einfach nicht gelernt, danach zu handeln und zu denken und zu fühlen. Und das gilt es jetzt einfach uns anzugewöhnen. Und diese Grundprogrammierung, die einfach völlig falsch und fehl am Platz ist, dass wir die schlimmen Sachen früh genug finden müssen, damit wir sie bestmöglichst bekämpfen können, das müssen wir einfach mal verstehen, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern das ist eine Annahme,
in dieser Gesellschaft, dass es so funktioniert. Und alle, die sich jetzt mehr und mehr damit beschäftigt haben, wie funktioniert das Leben, wie funktioniert die Kreation, wie gehen wir mit unserer eigenen Macht, unserer eigenen Schöpferkraft so um, dass wir eben die Dinge kreieren, die wir wollen und nicht, dass wir die Dinge kreieren, die wir nachher bekämpfen müssen, dann verstehen wir auch, dass genau solche Mechanismen absolut gegen uns funktionieren. Und die Gesellschaft merkt es zum Glück langsam, weil Impfen. Ich habe gesehen, hier in der Gruppe war auch eine Frage nach Impfen. Wie steht Dr. Joe Dispenza zum Impfen, oder? Und Impfen ist genau dasselbe. Wenn ich versuche, gegen etwas zu sein, dann habe ich meine Aufmerksamkeit am Unerwünschten, füttere dieses Unerwünschte mit Emotionen, mit Energie und es wird größer. Und genau das ist das Denken in unserer Gesellschaft, das ist das kollektive Denken. Und für mich gilt es wirklich, hier einen Schritt nach außen zu machen und zu sagen, wenn ich tatsächlich in meinem Erwünschten denke, fühle und handle, dann kann ich nicht gleichzeitig in meinem Unerwünschten dagegen kämpfen. Das sind zwei verschiedene Schauplätze. Ich muss mich für einen entscheiden. Und für mich ist der Schauplatz, wo ich dort bin, wo ich sein will, emotional und auch dementsprechend denke, für mich der sicherste Platz auf der Erde. Und wenn ich in diesem Platz meine Wurzeln schlage und meine Aufmerksamkeit in diesem Platz auf das von mir Gewollte, Gewünschte, aus dem Herzen heraus, mit Liebe und mit Dankbarkeit und all den höheren Gefühlen verbundene Leben manifestiere, dann bin ich hier sicher, weil dann bin ich die, die dort lebt, wo es sicher ist, wo es schön ist, wo es gesund ist, weil wenn ich dort lebe, dann lebt mein Körper auch dort und mein Körper ist einfach nur eine Manifestation meines Denken und Fühlens. Das ist einfach nur mal Fakt. Also, alles, was dir Angst macht, wenn du aber nicht in Lebensgefahr bist, dann ist es doch dort wirklich so, dass du eine neue Perspektive annehmen musst. Dass du vielleicht überlegen musst, warum habe ich Angst? Das ist die erstmal die wichtigste Frage. Wovor habe ich Angst? Was glaube ich denn, was Schlimmes passiert? Worauf habe ich mich denn schon fokussiert als schlimmstes Ergebnis? Weil sonst müsste ich ja keine Angst haben. Wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht auf irgendein schlimmes, zu befürchtendes Ergebnis gerichtet hätte, hätte ich ja keine Angst. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf ein tolles, schönes Ergebnis richte, fühlt sich das doch gut und sicher an. Und so würde ich das jedes Mal hinterfragen und sagen, wovor habe ich denn Angst? Ist es denn wirklich wieder eine Projektion einer Wahrscheinlichkeit, einer einzigen Wahrscheinlichkeit aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten, vor der ich Angst habe und die ich jetzt durch meine Angst und meinen Fokus darauf einfach in mein Leben ziehe? Oder warum habe ich denn Angst? Habe ich Angst, weil ich anhand von vergangener Erfahrungen versuche, meine Zukunft zu sehen? Logisch, sollte ich doch Angst haben, weil ich bin nicht bei mir, ich bin nicht im Herzen, ich bin nicht im Feld, ich bin nicht dort, wo ich sicher bin. Deswegen geht es immer darum, wenn du Angst hast, geh zu dir, geh zurück dort, wo alle Möglichkeiten sind, alle unendlichen Möglichkeiten. Und dann siehst du vielleicht 1000 andere Ergebnisse, wenn du diesen Schritt tätest, vor dem du Angst hast, die dann schön, in schöner Form und Art und Weise auf dich warten. Und dann ist es natürlich absolut hundertprozentig wertvoll und richtig, diese Angst zu überwinden. Aber wenn du natürlich hinter dieser Angst nur Horrorszenarien siehst, dann weißt du aber auch, wo deine Grundenergie ist, wo deine Grundschwingung ist. Und zwar, die ist nicht hoch, sondern sie ist niedrig. Und aus einer niedrigen Schwingung heraus kannst du nur
ängstliche, negative Gedanken hegen, die dann wieder negative Situationen dir vors Auge bringen. Du kannst aus einer ängstlichen, besorgten Schwingung heraus, wenn das dein Grundzustand ist, natürlich überhaupt nicht sehen, was Tolles hinter dieser Angst sein könnte. Es ist essentiell, dass wenn du merkst, du hast Angst, dass du erst deine Schwingung hebst, dass du erst schaust, dass du in einen Zustand kommst, in dem du das Positive fühlen kannst und dann auch nachher das Positive sehen kannst. Und wenn du dann das Positive sehen kannst, dann wirst du auch erkennen, dass vielleicht die Angst gar nicht so begründet ist und dass es sich da tatsächlich lohnt, aus der höheren Schwingung heraus darüber hinwegzugehen und zu sagen, hey, ich brauche doch gar keine Angst haben. Ich mache das einfach, weil hinter dem, wovor ich Angst habe, wartet was ganz, ganz Schönes auf mich. Und ich denke, wir müssen alles schwingungsmäßig sehen. Und eins der wichtigsten Sachen, die wir hundertprozentig verstehen und begreifen müssen, ist, das, was wir sehen und erwarten, ist ein 1:1 Pendant unseres eigenen Gefühlszustand, Energiezustand und Denkzustandes. Und zuerst gilt es darum, diesen Zustand zu ändern, um dann andere Dinge sehen zu können, spüren zu können und natürlich dann auch vorauszusehen und erwarten zu können. Es geht also immer um deinen eigenen energetischen Zustand. Und Angst kannst du nur haben, wenn du einen niedrigen energetischen Zustand hast. Und den kannst du ändern. Und wenn du aus einem positiven, hochgeladenen, emotionalen, energetischen Zustand als Reflexion deines Selbst immer noch Angst hast, dann ist es wahrscheinlich lebensbedrohlich. Aber es ist unmöglich, dass du Angst hast, wenn du dich unbesiegbar fühlst. Wenn du dich wirklich gut und richtig und okay fühlst, dann hat Angst keinen Platz in deinem Seinszustand, in deinem Leben. Also Angst ist wirklich, wenn es nicht wirklich Todesangst ist, weil ein Löwe dich jagt, dann ist Angst wirklich immer nur ein Zeichen eines niederen Schwingungszustandes. That's it. Es ist eigentlich relativ einfach. So, das war's zum Thema Angst. Ja, Angst ist meistens nicht begründet in unserem Leben mittlerweile, weil wir haben keine Löwen, die uns jagen. Und wenn wir sonst irgendetwas Dummes und Lebensgefährdendes tun, dann ist es natürlich schon begründet. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle einigermaßen vernünftige Menschen sind und wissen, was ist lebensbedrohlich und was nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und sonnige Grüße. Alles Liebe, tschüss!